Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Zahadu mit der neuen Folge Age of Wonders Planet. Ja, wir sind gerade dabei, oder wir waren dabei, hier diese Schlacht zu schlagen gegen das Syndikat wieder mal. Ihren Anführer konnten wir schon besiegen. Ich glaube, das war hier so ungefähr. Er hatte ja noch so ein tolles Fluchtmodul, was ihn dann drei Felder weit weg teleportieren sollte. Wenn er denn unter Null fallen würde, es teleportierte ihn ein Hexfeld nach links. Das hat richtig super funktioniert für ihn. Dann konnten wir ihn natürlich easy killen. Schöne Perspektive finde ich übrigens hier so. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich jetzt die Schlacht hier weiter. Okay. Die rechte Flanke, ja, sieht schon ganz schön bedroht aus. Er hat, unser Held hat zwar keine freie Schussbahn. Wenn wir hier hinlaufen, könnte er die da schießen. Ja, oder halt die Wache da auseinandernehmen. Wir werden mal hier bewegen. Dann die Wache anvisieren. Wir werden das diese Runde jetzt hier auf keinen Fall beenden können. Unser Meat-Schild ist ja auch schon so gut wie aufgebraucht. Jetzt wird es dann an das Eingemachte gehen für unsere Einheiten. Jetzt, wie es ausschaut, könnte unser Held hier komplett die Einheit aus dem Kill. Enemy killed! Das ist gut so. Ich habe noch 12. Wenn wir die anspringen, machen wir glaube ich 12 Schaden mehr. Also könnten wir 1, 2 dahin und dann die anspringen. Wir könnten aber auch hier hochspringen. Ebenfalls 12 HP. Erstmal hier hingelegt. Schauen. 13 Schaden, 10 Schaden. Seht mal, gut, dass wir hier angelaufen sind. Und es reicht trotzdem nicht, weil es nur ein Streiftreffer geworden ist. Scheibenkleister. Da lohnt sich jetzt hier einen parasitären Einschlag hinzuzaubern. Okay, so. Die rechte Flanke haben wir nicht mehr allzu viel zur Verfügung. Die Versteckten könnten hier die Wache auseinandernehmen. Aber es ist mir bald zu schade, dafür einzusetzen. Es reicht halt nicht ganz. Und noch weiter vorrücken. Stücken wir halt unsere Brüsteleinheit. Wir hätten die Artillerie vorher benutzen sollen. Wir machen es trotzdem, auch wenn wir halt auf unsere Brüsteleinheit da. Das wird auch mit Kampfkatze leider nicht ganz ausreichen. Fürchte ich. Können wir mit denen noch ein bisschen näher ran? Ist zwar riskant hier, aber. Falls wieder was auf unsere Brüsteleinheit. Ach komm schon. Dann machen wir es so.
muss man relativ nah ran, um die Seuchenkapsel bis zu lösen. Genug wegbleiben. Jetzt haben wir eine Menge sehr angeschlagener Einheiten bei den Gegnern. Trifft nur Bodeneinheiten, das ist nochmal eine AOE-Fähigkeit. 5er Reichweite. 1, 2, 3. Aus. 3, 4, 5, da kann man 2 mit einmal, glaube ich, unsere Pusteleinheit wieder in Mitleidenschaft ziehen. Ach, ist das alles knapp hier. Also die 2 Einheiten wäre schon nicht schlecht, wenn wir die mit einem AOE-Schaden bedecken könnten. Das können wir nur mit dem Verschlinger machen. Hier gehen wir auf Nummer sicher. Enemy annihilated. Sehr gut. Die Helden haben auch ein Problem, wir haben uns hoffentlich reinhauen. In unsere Einheiten, aber es nützt nichts. Tom ist weg. Überlebt mit einem HP, oder? Ja. Also da sind wir noch an Einheiten. Da haben wir noch einen versteckten Einheit. Zwei versteckte Einheiten. Er muss hier drum kümmern, jetzt alles nichts, auch wenn es verschwendet ist. Enemy destroyed! Dann haben wir hier noch eine versteckte Einheit. Volle Aktion, wenn wir uns jetzt bewegen, haben wir leider keine. Können wir den Schuss nicht mehr nutzen. Können die Teleportation durchführen, aber ich befürchte, wir haben dann trotzdem keine volle Aktion mehr. Wir testen das mal. Ja, aber wir können diesen Schnellschuss durchführen. Hand me down! Also. Puh. Transzendent, der ist nicht logisch so stark. Haben dann auch noch überhaupt keine Mods gegeben. Runde beenden. Jetzt wird's sicherlich nochmal teuer werden. Schon die Schlüsselneid, ja, bleibt noch standhaft. Unit has fallen. Zerok. Verlustreicher Kampf hier. Huh. Feuer. Enemy destroyed! Die
jetzt ausreichen. 3x9. Kommt schon. Sehr gute Treffer. Sehr, sehr gute Treffer. 70% leider nur. Können wir einen Schnellschuss wenigstens drauf machen? 68%. Scheißtreffer, das ist nix. Die halten viel aus. Vielleicht sollten wir uns erstmal hier auf die hier alle konzentrieren. Seuchenkapsel. Hier haben wir alles rausgehauen, was geht. Mal drauf. Sehr gut. Jetzt ein Fluchtmodul aktiviert. Der ist auch nicht viel weiter gekommen, oder? Als der gute Erwin. Spitzensache. Dieses Fluchtmodul. Ich dachte, das wäre eine Mod. Nö. Das scheint Fähigkeit zu sein, die man sich auswählen kann anscheinend. Oder hat das jeder hier im Syndikat? Ja, Spitzensache. Nicht. So, werden wir mal ein bisschen mutig mit unseren Transzendenten. Enemy Hero killed! Kein schlechter Treffer. Wir haben noch ein paar Fernkämpfer, die schießen können, bevor wir mit unseren Nahkämpfern rangehen. Ausgelöst. Spitzensache. Enemy Hero killed. Sieht doch ganz tief entspannt aus. Perfekte Treffer. Was haben wir noch? Zwei Verschlinger, ein Versteckter. Schnellschuss vielleicht, aber das kann man auch schon machen. Enemy annihilated! Das reicht noch nicht immer. 1x6 und 1x5. Ein HP. Ja, klar, ein HP. Aber wir haben hier noch einen Verschlinger. Ich hoffe, das reicht jetzt, dass wir nochmal Schaden auf uns machen können. Ja, enemy killed. The enemies of the hive have been defeated. Also da hatten wir jetzt 5 Einheiten verloren. Ich das überhaupt? 1, 2, 3, 4. Und eine wilden Truppe haben wir da auch noch verloren. Wieso zeigt sie nie an? Ach hier. Doch, ja, schaut. 4 Pusteleinheiten, eine Zerstörertruppe und noch eine Wildeneinheit. 6 Einheiten, eine komplette Armee verloren. Sehr verlustreicher Kampf. Wir bekommen eine Pusteleinheit und eine Zerstörereinheit zurück. Sieg und schaut euch das an. Die ganzen anderen, also ich glaube, es war bloß noch die Kolonie und die andere Kolonie dann. Wird wieder zu Marodeur. Ist das genial. Somit haben wir das Syndikat besiegt. Verhasst. Syndikat ist futsch.
Opponent has been defeated. Empire task completed. Der Kaiser, was bekommen wir denn? Armeebelohnung. Eine Einheit aus. Eine Armee aus Rasseneinheiten erscheint in deiner Hauptstadt. Wow, das hat schon gar nicht auf dem Schirm, dass wir das bekommen. Als Belohnung dafür. Der Kaiser, bislang haben wir uns nicht von den anderen unterschieden. Nun wird es jeder Zeit, den Schwächlingen, die uns diese Welt streitig machen könnten, unsere Größe zu beweisen. Wir werden ihre Armeen zerschmettern, ihre Kolonien zerstören und unser Imperium auf ihre Asche errichten. Besiege zwei Spiele, in denen du ihre Hauptstadt eroberst oder ihre Kommandanten tötest. Ja, wir haben halt beides gemacht. Was haben wir denn für eine schicke Einheit, die Armee bekommt? Ja, nicht zu verachten. Gut, sind halt die Standard-Einheiten. Die können wir ja umwandeln. Können wir gleich mal machen. Hä? Geht das nicht, dass man das jetzt dann hier im Nachhinein noch so umändert? Ach ja, doch, ja. Was ist denn das hier? Einheit wird modifiziert. Die Versteckten haben wir ebenfalls eine Vorlage. Einheiten modifizieren. Die nehmen wir raus und gehen da noch ein bisschen auf Erkundung. Wir können mal einen Scout zu den Twa'a rüber schicken, um sicher zu gehen, dass die nicht mit Armeen kommen. Jetzt können wir den Helden hier rekrutieren. Der war nicht schlecht. Dann bewegen wir dahin. Somit haben wir hier auch eine ganz gute Armee. Das ist wieder von der Stärke. Armeestärke. 939. Wenn die Einheiten aufgewertet sind, sollten wir noch ein bisschen stärker sein. Wir können Kommandanten aufwerten. Execto Xato. Er ist Kommandant der. Was mit dem in ein Fahrzeug? Schnelle Bewegung. Der Held lernt sich schnell zu bewegen und damit Feinde zu hören. Der Held erlangt Dahinjagen, wodurch er bei Bewegung während seines Zuges schwerer zu treffen ist. War nicht schlecht. Selbstloses Opfer, ach, das ist die Schmerzabsorption, was unsere Transzendenten auch können. Das mal machen. Sporenfutter, was ist das? Der Held umgibt seine Armee mit Sporen, die sich von Tötung seiner Einheit ernähren, um deren Treffpunkt wiederherzustellen. Biologische und Cyborg-Einheiten in der Armee des Helden erhalten 15 HP zurück, wenn sie im Umkreis von 3 Feldern eine biologische oder Cyborg-Einheit töten. Das funktioniert nur, wenn der Held der Kommandant dieser Armee ist. Das finde ich jetzt nicht so toll. Das wäre vielleicht für einen Nahkampfhelden ganz nett. Schleierer Schritt. Das ist so eine Teleportationssache. Wilder Angriff. Nahkampfangriffe haben wir nicht. Wut des Schwarms. Nachbareinheiten mit Schwarmschild erhalten plus 20% Schaden. Das klingt doch nicht schlecht. Skillpunkte hinzubekommen. Nahkampf-Spezialist ist Quatsch für ihn. Alle biologischen Einheiten in der Armee dieser Helden haben plus 5 maximale HP. Dies funktioniert nur, wenn dieser Held der Kommandant der Armee ist. Stärkende Pheromone. Nehmen wir.
Wir haben noch zwei Skillpunkte übrig, ruhige Hand. Wenn aus der Deckung gefeuert wird. Naja, wir sind eine fliegende Einheit. Wächter, der Held erlangt bei allen primären Fernkampfangriffen Überwachung und hat bei allen Überwachungsangriffen eine zusätzliche Treffsicherheit von 20%. Der Held erlangt bei allen primären Fernkampfangriffen Überwachung. Zählt das auch jetzt, wenn wir in so einem Verschlinger hier drin sitzen? Wir probieren es mal. Okay, den Helden müssen wir natürlich auch noch aufwerten. Dann der Infanterie. ...80 AP, Zielwasser. Das ist nicht schlecht. Hm, was könnte man noch nehmen? Angewandt werden. Alle Verbündeten erlangen für zwei Runden dunkle Euphorie und erhalten dadurch plus 400 Moral. Hm. Zusätzliches Modul. Sadismus. Wir nehmen nochmal stärkende Pheromone. Das ist ja nicht so schlecht. Wow, der hat 11 Skillpunkte zur Verfügung. Nehmen wir Zielwasser noch mit rein. Jetzt haben wir immer noch 5 Skillpunkte übrig. Nein, wir wollen denen kein Fahrzeug geben. Held kann nicht flankiert werden. Oder Hymne der Hölle. Nehmen wir Hymne der Hölle mit rein. Okay. Operationen können vorbereitet werden. Ja, das machen wir aber alles nächste Folge, Freunde der Nacht. Ja, wir haben das Syndikat in die Knie gezwungen und es verbleiben nun noch die Assembly und die Vorhut und die Twar. Und ja. Genau. Hatten die schon immer hier eine Kolonie? Das ist doch unser Kontinent. Ja, dann müssen wir mal schauen, nächste Folge, wohin wir unsere Armeen schicken werden. Ich denke, erstmal werden wir uns hier noch um die verbleibenden zwei Städte kümmern. Danach muss man mal schauen. Aber, wie gesagt, Freunde der Nacht, das Ganze dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Sahadum zockt Age of Wonders Planetfall. Bis dahin, bye bye. Ciao, ciao.